Hallöchen, willkommen im Kreativgehege der Hasenschmiede. Ich bin Manu und heute werden wir wieder mit Ulrike kreativ. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn es ist nicht nur mein ganz normales Standardvideo, denn heute könnt ihr auch noch was gewinnen. Und zwar hat ja auf unserem Blog, ich blende ihn euch gleich ein, haben wir ja jeden Tag ein Adventstürchen und jeden Tag könnt ihr was gewinnen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst auf den Blog gehen und müsst dort den Beitrag kommentieren. Und dann habt ihr schon die Chance, was zu gewinnen. Und ja, heute zeige ich euch zum einen, was ihr gewinnen könnt und zum anderen, was ihr damit Schönes machen könnt. Ja, und dafür habe ich mir ein paar diverse Sachen rausgesucht. Unter anderem hier von Faltkarten dieses süße Stempelset. Das nennt sich, weiß ich nicht, kuschelige Weihnachten oder so. Ja, kuschelige Weihnachtsgrüße, so. Und das fand ich nämlich so zuckersüß, das wollte ich unbedingt heute mal verwenden. Könnt ihr auch bei Ulrike shoppen, also aufgepasst, ne? Weil da spart ihr euch ja auch nochmal einiges an Versandkosten, weil der Versand ist da recht günstig, wenn ihr da Stempel holt. Gut, dann weiter. Dann habe ich gedacht, wir benutzen mal hier diese schöne Stanze. Da steht drauf North Pole Airmail. In die habe ich mich schon verliebt, seitdem ich sie gesehen habe. Habe sie tatsächlich aber noch kein einziges Mal benutzt. Und ich dachte, heute ist es endlich soweit. Die muss endlich dran glauben, weil die einfach nur toll ist. Und dann gibt es das hier noch. Papierflieger. Ich überlege gerade, ich glaube, er zählt sogar noch zu den alten und somit ist der auch im Sale. Müsstet ihr mal gucken. Bin mir aber nicht 100% sicher, aber auf jeden Fall könnt ihr mal gucken und ich finde ihn echt richtig toll. Ja, ich würde sagen, bevor ich euch jetzt zu Tode gequatscht habe, starten wir doch einfach erstmal direkt ins Video. Wir fangen an mit dem Kolorieren. Ich werde heute mal wieder meinen Buntstiften und Aquarellsachen untreu und wir benutzen heute mal wieder meine Copics. Ich bin gerade so ein bisschen auf dem Copic-Trip. Das heißt, ja, ich würde sagen, ich mache euch wieder Musik an und dann fangen wir los. Fangen wir an. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ist jetzt unser Mäuschen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr seht das auch gut. Ja, es ist wirklich süß und klein und knuffelig, ne? Das legen wir aber jetzt nochmal zur Seite. Dann habe ich auch schon ein paar Sachen nämlich vorbereitet. Ich habe zum einen einfach nur einen weißen Kartenrolling mir gemacht. Dann habe ich mir einen Aufleger in, ja, wenn ich das jetzt gerade wüsste auswendig. Ich blende es ein. In irgendeiner schönen Farbe einen Aufleger mir zurechtgeschnitten.
Dann habe ich mir, also eine Mattung, dann einen Aufleger und den habe ich mir einfach nochmal durch die Big Shot gejagt und zwar hier mit dieser Silikonmatte hier von Sizzix. Dann kommt dieses Muster, wie ihr seht, richtig, richtig toll raus. Vorher habe ich aber noch hier diese Stanze genommen mit diesen ja, gestitchten Linien. Ja, zugegeben, die habe ich mir als erstes, hatte ich die schon verwendet und bin mir jetzt gerade nicht so ganz so sicher, ob ich das wirklich so haben will. Aber eigentlich finde ich es auch nicht schlecht, weil irgendwie ergänzt sich das hier wieder zu diesem gestitchten Herzchen. Gut, also auf jeden Fall, so sieht jetzt gerade der Aufleger aus. Fand ich nämlich zuckersüß. Dann habe ich mir einmal in Perlmuttschimmer, glaube ich, heißt, aber ich blende es euch ein. Oder schreibt es unten in die Beschreibung. Eins von beiden. Habe ich hier mir einen Kreis ausgestanzt mit irgendeiner Stanze, die ich halt hier rumfliegen habe. Dann habe ich mir Acetatfolie. Das ist irgendeine alte Folie. Das ist Wiederverwertung gerade. Habe ich mir ausgestanzt. Und dann nochmal hier in diesem Grauton habe ich mir hier diese schöne. Und jetzt mal ganz ehrlich. Ganz, ganz ehrlich, das ist das nicht schön? Das ist so super hübsch, oder? Also das hier fällt logischerweise automatisch dann alles raus. Was ich halt noch gemacht habe, war, dass ich mir das hier außenrum ausgestanzt habe. Halt auch in denselben Kreis wie alle anderen Teilchen hier auch. Einfach weil ich ja das so halt haben wollte. Ich möchte daraus nämlich jetzt ein Shaker-Element bauen. Und ja, aber sieht klasse aus, oder? Richtig cool. Gut, jedenfalls habe ich mir das also vorbereitet. Möchte, wie gesagt, mir gleich ein Shaker-Element dafür bauen. Dafür habe ich hier so Kunstschnee. Den legen wir aber vorsichtig lieber wieder erstmal darüber. Dann habe ich mir außerdem für die Mitte nochmal einen weißen Kreis ausgestanzt und nochmal einen kleineren, also nochmal kleiner, und zwar auf so einer Etikett. Auf so einem Etikettpapier, das möchte ich jetzt gleich hier draufkleben, weil ich möchte noch embossen. Ja, und das sind die Sachen, die ich jetzt schon vorbereitet habe. Und ja, dann würde ich sagen, basteln wir weiter und sehen uns dann gleich zum Endresultat.
Unsere Karte ist fertig und ich finde sie total niedlich. Guck mal, ist sie nicht süß? Also ich mag die Maus einfach total gerne. Und ihr seht, es shakert, also meine Schneeflöckchen flattern auch rum. Da hat man auch dann direkt vom Nordpol noch ein bisschen Schnee dabei. Ja, und eine Sache davon, was wir jetzt verwendet haben, könnt ihr heute gewinnen. Was, verrate ich euch nicht. Ich bin voll gemein, ich weiß. Aber geht doch einfach auf unseren Blog, schaut nach und ich wünsche euch viel, viel Glück. Träumchen ist gedrückt. Bis dann. Tschüss.